So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Vorlesung Unternehmenssteuerrecht. In der zurückliegenden Stunde haben wir uns noch einmal in Erinnerung gerufen, die Gewinneinkunftsarten. Denn die Gewinneinkunftsarten, das sind im Einkommensteuerrecht gewissermaßen die unternehmerischen Einkunftsarten, wo wir es mit einer selbstständigen Tätigkeit jeweils zu tun haben, die nachhaltig ist, planmäßig auf gewisse Dauer gerichtet ist. Also eine Wiederholung der Geschäftsvorfälle muss beabsichtigt sein. Gewinnerzielungsabsicht in subjektiver Hinsicht muss gegeben sein und eine Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr. Das heißt also, auf einem externen Markt muss man anbietend nachfragend tätig sein. Bei den gewerblichen Einkünften, da haben wir als negatives Abgrenzungsmerkmal, dass es sich nicht um eine landforstwirtschaftliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit handeln darf. Im Übrigen aber sind diese Merkmale bei den Gewinneinkunftsarten übereinstimmend. Ja, Sie können da also von der Legaldefinition des Gewerbebegriffs in § 15 Absatz 2 ausgehen. Und der Unterschied besteht dann letztendlich in diesen negativen Abgrenzungsmerkmalen. Wenn man so will, ist die gewerbliche Tätigkeit subsidiär im Verhältnis zu Landforstwirtschaft und auch zu den freien Berufen. Unter die gewerbliche Tätigkeit haben wir gesehen, fällt das gewerbliche Einzelunternehmen. Das sind originär gewerbliche Einkünfte nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG. Beim Einzelunternehmen haben wir in der Regel beim Merkmal der Selbstständigkeit keine Probleme bezüglich dieser beiden Komponenten, Unternehmerrisiko und Unternehmerinitiative. Allenfalls kann sich da mal eine Abgrenzung zur nicht-selbstständigen Arbeit ergeben, also zur Tätigkeit als Arbeitnehmer. Schwierigkeiten kann dieses Merkmal des Unternehmerrisikos, der Unternehmerinitiative im Einzelfall bereiten bei den Personengesellschaften. Darauf werden wir dann noch im Detail zurückkommen, wenn wir die Besteuerung der Personengesellschaften näher besprechen. Da ist nämlich bei jedem Gesellschafter, damit er als Mitunternehmer im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 eingeordnet werden kann, erforderlich Unternehmerrisiko, Unternehmerinitiative. Das muss man also für jeden Gesellschafter besonders feststellen. Es kann sich also bei den Personengesellschaften die Konstellation ergeben, dass jemand zwar zivilrechtlich Gesellschafter ist, aber gleichwohl mangels hinreichenden Unternehmerrisikos, mangels hinreichender Unternehmerinitiative nicht als Mitunternehmer einzuordnen ist. Soweit aber wir mindestens zwei Mitunternehmer haben, haben wir eine Personengesellschaft, eine Mitunternehmerschaft im einkommensteuerlichen Sinne. Und da gilt das Transparenzprinzip. Das heißt also, der Gewinn wird zwar für die Personengesellschaft als Ganze ermittelt, dann aber unmittelbar im Umfang der im Gesellschaftsvertrag festgelegten Gewinnbeteiligung den einzelnen Gesellschaftern zugerechnet. Dementsprechend spricht auch der 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 von den Gewinnanteilen der Mitunternehmer und eben nicht vom Gewinn der Personengesellschaft. Die Personengesellschaft also kein Einkommen bzw. Körperschaftssteuersubjekt. Was ist aber neuerdings eine Ausnahme? Wer erinnert sich, wann kann die Personengesellschaft doch mal ein Einkommen Körperschaftssteuersubjekt sein? Ja? Ganz genau, nur § 1 AKSDG, diese Optionsmöglichkeit, dann wird die Personengesellschaft, wenn sie davon Gebrauch macht, wie eine Kapitalgesellschaft behandelt, dann gilt also das Trennungsprinzip. Darauf kommen wir aber ebenfalls an späterer Stelle nochmal zurück. Auch später noch im Detail besprechen wir die Gewinnanteile des persönlich haftenden Gesellschafters einer KGaA. Da haben wir so einige Besonderheiten, die wir dann aber später noch im Detail besprechen. Und dann haben wir bei den Kapitalgesellschaften noch Einkünfte Kraft, gewerbliche Einkünfte Kraft in Rechtsform. Das gilt sowohl für den Bereich der Einkommen-Körperschaftssteuer als auch für die Gewerbesteuer. Bei der Gewerbesteuer haben wir eine Parallelregelung, die eben besagt, dass die Einkünfte von Kapitalgesellschaften immer zu gewerblichen Einkünften und damit zur Gewerbesteuerpflicht führen. Einkünfte
Kraftrechtsform, Paragraph 8 Absatz 2, bei den inländischen, nur bei den inländischen Kapitalgesellschaften und einigen anderen Körperschaften. Aber Voraussetzung, dass sie unbeschränkt steuerpflichtig sind, dass sie also im Inland ansässig sind. Bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb haben wir die Besonderheit erstens, dass der Betriebsvermögensvergleich nach dem Maßgeblichkeitsgrundsatz des § 5 Absatz 1, der ja nur für gewerbliche Unternehmen gilt, grundsätzlich auf der Grundlage der Handelsbilanz, der handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung durchzuführen ist. Und darüber hinaus haben wir mit der Einordnung als gewerbliche Einkünfte im Sinne des ESTG zugleich auch eine Weichenstellung für das Gewerbesteuergesetz, denn in aller Regel, es gibt einen Bereich, wo es dann eine Ausnahme gibt, aber in aller Regel führt die Einordnung als gewerbliche Einkünfte im Sinne des ESTG dazu, dass auch damit die Gewerbesteuerpflicht eingreift. Mit der Möglichkeit der Anrechnung, § 35 ESTG, auch das werden wir an späterer Stelle nochmal genauer besprechen. Wir haben dann auf den ersten Blick eine Doppelbelastung gewerblicher Unternehmen mit der Einkommen- oder Körperschaftssteuer und auf der anderen Seite der Gewerbesteuer. Bei den Personenunternehmen wird diese Doppelbelastung aber dadurch gemildert, dass die Gewerbesteuer nach § 35 ESTG auf die Einkommensteuer angerechnet werden kann, sodass sich die Gesamtbelastung doch wieder etwas reduziert. Ja, dann noch die Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Das wäre die dritte Gewinneinkunftsart, die ebenfalls im Verhältnis zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb vorrangig ist. Die Einkünfte aus selbstständiger Arbeit in § 18 ESTG geregelt. Auch hier haben wir es mit einer Gewinneinkunftsart zu tun. Das heißt also, im Grundsatz muss nach § 4 Absatz 1 Satz 1 die Gewinnermittlung mittels eines Betriebsvermögensvergleichs erfolgen. Allerdings, weil die selbstständige Arbeit eben keine gewerbliche Tätigkeit ist, ohne Bindung an die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Also wenn überhaupt mal ein selbstständiges, ein freiberufliches Unternehmen eine Gewinnermittlung mittels Betriebsvermögensvergleichs durchführt, dann wäre das theoretisch ohne Bindung an die handelsrechtlichen GOB möglich, weil § 5 Absatz 1 Satz 1 Maßgeblichkeitsgrundsatz ja nur für Gewerbetreibende gilt. Aber in der Praxis, wenn überhaupt mal von einem Selbstständigen, einem Freiberufler ein Betriebsvermögensvergleich durchgeführt wird, dann erfolgt das in der Regel doch unter Berücksichtigung der handelsrechtlichen GOB allein aus Gründen der Praktikabilität. Auch hier die Merkmale, die wir schon kennen von der Legaldefinition des 15 Absatz 2. Die Tätigkeit muss selbstständig sein, also Unternehmerrisiko, Unternehmerinitiative. Sie muss nachhaltig sein, Wiederholung der Geschäftsvorfälle beabsichtigt, Gewinnerzielungsabsicht muss gegeben sein und es muss sich um eine Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr handeln. Daran fehlt es zum Beispiel bei der Verwaltung eigenen Vermögens und es darf sich eben nicht um Land-Forstwirtschaft und nicht um gewerbliche Tätigkeit handeln. Die Abgrenzung zu Land-Forstwirtschaft ist in der Regel nicht schwierig. Das ist ja eben diese klassische Urproduktion, wie sie in 13 Absatz 1 und 2 ESTG näher beschrieben ist. Zur gewerblichen Tätigkeit, da kann die Abgrenzung im Einzelfall mal schwierig sein und da gibt es eine sehr umfangreiche Rechtsprechung, denn an dieser Abgrenzung zwischen gewerblich und selbstständig, also freiberuflich vor allen Dingen, hängt eben auch die weitere Konsequenz der Gewerbesteuerpflicht. Ja, deswegen ist diese Abgrenzung in der Praxis von großer Bedeutung. Ja, wie nimmt man diese Abgrenzung vor? Zunächst einmal haben wir in § 18 die sogenannten Katalogberufe, § 18 Absatz 1 Nummer 1. Da sind verschiedene freiberufliche Tätigkeiten aufgelistet. Einkünfte aus selbstständiger Arbeit sind Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbstständig ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit, dann die selbstständige Berufstätigkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, Ingenieure, Architekten, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, also die klassischen freien Berufe fallen darunter. Dann heißt es aber am Ende und ähnlicher Berufe. Und ähnlicher Berufe, das heißt also, dieser Katalog ist nicht abschließend, sondern es können eben auch ähnliche Berufe als freiberuflich und damit als nicht gewerblich anzusehen sein. Und diese ähnlichen Berufe, das ist eben
sehr häufig dann umstritten in der Praxis zwischen dem Finanzamt und dem Steuerpflichtigen. Ist das ein ähnlicher Beruf, was zur Konsequenz hätte, dass es freiberuflich ist, dass keine Gewerbesteuerpflicht besteht, oder aber ist es eine doch gewerbliche Tätigkeit? Ja, dazu gleich dann auch einige Beispiele aus der Rechtsprechung des BFH. Ja, wenn wir uns diese Berufe, diese Katalogberufe anschauen, da fällt auf, das sind im Wesentlichen doch Berufe, die eine gründlichere Ausbildung erfordern, nicht notwendig akademische, aber doch eben eine gründlichere Ausbildung, bei der es auch eher auf eine intellektuelle Tätigkeit ankommt und darüber hinaus die persönliche Arbeitsleistung im Vordergrund steht, also sehr deutlich eben bei diesen klassischen freien Berufen, Rechtsanwalt, Arzt und so weiter. Da kommt es ja ganz entscheidend auf das persönliche Vertrauensverhältnis, auf die persönliche Leistungserbringung an. Das sind also Merkmale, die man dann auch für die Bestimmung dieses Begriffs ähnliche Berufe fruchtbar machen kann. Ja, also ein Beruf, der sich eben durch eine eher geistige Tätigkeit, das Erfordernis einer gründlicheren Ausbildung, einer theoretischen Ausbildung auszeichnet, den wird man dann eher als ähnlichen Beruf einordnen können. Da, wo das fehlt, wo etwa der Warenumsatz eher im Mittelpunkt steht, da haben wir es dann doch eher mit einer gewerblichen Tätigkeit zu tun. Ja, also diese typischen Merkmale der klassischen freien Berufe, die kann man dann heranziehen zur Ausfüllung dieses unbestimmten Begriffs der ähnlichen Berufe. Und wie gesagt, dazu kommen gleich noch einige Beispiele aus der Rechtsprechung des BFH. Ja, 15 Absatz 1, Nummer 1 Satz 3 stellt dann noch klar, dass auch dann eine freiberufliche Tätigkeit vorliegt, wenn sich der Berufsträger der Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte bedient. Voraussetzung ist allerdings, dass er aufgrund eigener Fachkenntnisse leitend und eigenverantwortlich tätig wird. Also der Einsatz von Büropersonal, Rechtsanwaltsfachangestellten zum Beispiel, Arzthelfern und so weiter. Das ist unschädlich, solange nur gewissermaßen der Berufsträger die Oberaufsicht hat und die letzte Entscheidung trifft, ist das also unschädlich, oder dass man Angestellte, Anwälte hat beispielsweise. All das ist unschädlich für die Einordnung als freiberuflich, solange nur der Berufsträger die letzte Entscheidungsbefugnis und auch Weisungsmöglichkeiten und so weiter hat. Eine freiberufliche Tätigkeit kann auch mit mehreren Personen zusammen ausgeübt werden. In zivilrechtlicher Hinsicht haben wir dann eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder aber eine Partnerschaftsgesellschaft, wenn Letzteres explizit vereinbart wird. Die Partnerschaftsgesellschaft muss dann in ein entsprechendes Register, das Partnerschaftsgesellschaftsregister, eingetragen werden. Andernfalls haben wir dann eine GbR. Und da gelten Kraft der Verweisung in § 18 Absatz 3 Satz 2 dann die Regeln über die gewerbliche Mitunternehmerschaft entsprechend. § 18 Absatz 3 Satz 2, § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und so weiter sind entsprechend anzuwenden. Das heißt also, auch dann gilt, wenn wir einen Zusammenschluss mehrerer Freiberufler zur gemeinsamen Berufsausübung haben, in Form einer Personengesellschaft, dann gilt das Transparenzprinzip. Das heißt, der Gewinn wird zwar für die Sozietät als Ganze ermittelt, aber sie wird dann anteilig im Umfang der gesellschaftsvertraglich festgelegten Gewinnbeteiligung den Gesellschaftern, den Sozii, zugerechnet. Ja, also die Mitunternehmergrundsätze gelten auch für eine freiberufliche Gesellschaft. Ja, zu berücksichtigen ist dabei die Regelung des 15 Absatz 3 Nummer 1, die ich hier nur ganz kurz anspreche, auf die wir auch später nochmal zurückkommen. 15 Absatz 3 Nummer 1 sagt, als Gewerbebetrieb gilt in vollem Umfang die mit Einkünfteerzielungsabsicht unternommene Tätigkeit einer offenen Handelsgesellschaft, KG und so weiter, wenn die Gesellschaft auch eine Tätigkeit im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1, also eine gewerbliche Tätigkeit, ausübt. Ja? Das ist die sogenannte Abwerberegelung. Das heißt, selbst wenn wir an sich einen Zusammenschluss von Freiberuflern haben, aber innerhalb dieser Freiberufler-Sozietät auch eine gewerbliche Tätigkeit ausgeübt wird, zum Beispiel, wir haben eine Steuerberaterkanzlei, das sind freiberufliche Tätigkeiten, aber einer der Steuerberater macht auch zum Beispiel
Beratung in Bezug auf Versicherungsverträge, also so quasi eine Tätigkeit als Versicherungsmakler, das wäre eine gewerbliche Tätigkeit und die würde auf die restliche Tätigkeit abfärben. Dann wäre man also plötzlich mit der gesamten Sozietät, mit den gesamten Einkünften in der Gewerblichkeit, mit allen Konsequenzen, insbesondere Gewerbesteuerpflicht, die Abfärberegelung, das ist also eine ziemlich gefährliche Regelung sozusagen für Freiberufler-Sozietäten, auf die ich an späterer Stelle auch nochmal näher zurückkomme. Ja, wie schon gesagt, problematisch diese ähnlichen Berufe, die am Ende dieser Katalogberufe stehen. Und da ist die Rechtsprechung sehr kasuistisch. Beispielsweise wurde als freiberuflich angesehen die Tätigkeit eines Heileurythmisten. Die Eurythmie ist etwas, was aus ja, dieser Ecke der Waldorfschulen sozusagen kommt, wo man ja seinen Namen tanzt, jedenfalls also mit Tanzen dann Lernerfolge erzielt und mit Tanzen kann man eben auch Heilerfolge erzielen. Das ist also die Tätigkeit des Heileurythmisten. Und da hat der BFH gesagt, naja, das ist hier eben auch eine doch eher intellektuelle Tätigkeit. Das erfordert eine gewisse Ausbildung, vergleichbar auch mit anderen Therapeuten, die ja auch als Freiberufler anzusehen sind, etwa der Physiotherapeut. Und dementsprechend hat der BFH auch diese Tätigkeit des Heileurythmisten als ähnlichen Beruf, damit also als freiberuflich eingeordnet, nicht als gewerblich. Anders wurde es gesehen bei einem externen Datenschutzbeauftragten. Da hat ein Rechtsanwalt neben seiner eigentlichen anwaltlichen Tätigkeit noch für ein Unternehmen als Datenschutzbeauftragter auf Grundlage eines Dienstvertrages, also nicht als Angestellter, sondern als also freier Mitarbeiter gewissermaßen, wahrgenommen. Diese Tätigkeit als externer Datenschutzbeauftragter hat der BFH aber als gewerblich angesehen, nicht als freiberuflich angesehen, weil das eben eine Tätigkeit ist, die nicht spezifisch jetzt mit der anwaltlichen Tätigkeit verbunden ist. Das kann theoretisch auch eine Person ohne anwaltliche, juristische Ausbildung machen. Und in diesem Fall hat der BFH eine gewerbliche Tätigkeit angenommen. Ja, also sehr kasuistisch die Rechtsprechung. Das ist oftmals gar nicht vorauszusehen, aber der BFH orientiert sich dann eben immer an diesen typischen Merkmalen der freiberuflichen Tätigkeiten, ja, eher geistige, intellektuelle Tätigkeit, eine gründliche Ausbildung, theoretische Ausbildung und persönliche Arbeitsleistung. Das also die zentralen Merkmale und daran orientiert sich der BFH. In der Regel kommt da aber, wie Sie an diesen beiden Beispielen sehen, zu zum Teil sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Ja, die Besonderheiten im Vergleich zu anderen Gewinneinkunftsarten. Zunächst einmal, dass wir einen Zugang zur Möglichkeit der Einnahmenüberschussrechnung haben. Wie bei allen Gewinneinkünften muss der Gewinn auch bei der selbstständigen Arbeit, bei den freien Berufen im Grundsatz durch Betriebsvermögensvergleich ermittelt werden, § 4 Absatz 1 Satz 1. Aber § 4 Absatz 3 eröffnet hier auch die Möglichkeit der Einnahmenüberschussrechnung. Das ist nicht nur für freie Berufe, nicht nur für Selbstständige im Sinne des § 18, sondern das können im Prinzip alle diese Wahlmöglichkeit haben, alle, die nicht buchführungspflichtig sind, § 4 Absatz 3. Steuerpflichtige, die nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen und die das auch nicht freiwillig tun, können als Gewinn den Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben ansetzen. Die können also eine sogenannte Einnahmenüberschussrechnung durchführen, eine schlichte Gegenüberstellung der Betriebseinnahmen, der Betriebsausgaben und dementsprechend ohne Notwendigkeit eines Betriebsvermögensvergleichs. Das ist eine Möglichkeit, die im Grundsatz allen nicht buchführungspflichtigen offen steht. Das können auch Gewerbetreibende sein, etwa Kleinstkaufleute im Sinne des 241a HGB. Die können auch darunter fallen, aber vor allen Dingen fallen darunter eben die Freiberufler, ja, weil die eben mangels Kaufmannseigenschaft nicht buchführungspflichtig sind. Die haben also die Möglichkeit, diese Einnahmenüberschussrechnung vorzunehmen, die deutlich einfacher ist. Das ist also ein Merkmal, eine Besonderheit bei den freiberuflichen Tätigkeiten und eine ganz wichtige weitere Konsequenz eben, dass die freiberufliche Tätigkeit eben gerade keine gewerbliche Tätigkeit ist, sondern eine nicht gewerbliche Tätigkeit und dementsprechend auch nicht der Gewerbesteuer unterliegt. Ja, die freien Berufe
Die selbstständige Arbeit unterliegt nicht der Gewerbesteuer. Und deswegen ist eben bei den ähnlichen Berufen die Abgrenzung so wichtig, weil sie damit immer auch eine Vorentscheidung treffen für die Frage der Gewerbesteuer. Ja, das ist also eine wichtige Abgrenzung mit weitreichenden Folgen. Keine Gewerbesteuerpflicht, aber wie gesagt, die auf den ersten Blick bestehende Doppelbelastung bei den gewerblichen Unternehmen im Vergleich zu den freiberuflichen Unternehmen wird durch diese Anrechnungsmöglichkeit nach 35 ESTG wieder etwas gemildert. Und ja, wie kann man es überhaupt rechtfertigen, dass die gewerblichen Unternehmen gewerbesteuerpflichtig sind, die nicht gewerblichen nicht? Wie kann man das rechtfertigen? Das ist ja eine Ungleichbehandlung, ganz klar. Ja. Was ist aber der sachliche Grund? Und das wird bislang vom Bundesverfassungsgericht auch akzeptiert. Was ist der sachliche Grund für die Ungleichbehandlung? Welche Unterschiede gibt es zwischen freiberuflichen und gewerblichen Unternehmen? Ja, also die Gewerbesteuer, das Aufkommen aus der Gewerbesteuer fließt im Wesentlichen den Gemeinden, den Kommunen zu. Und sie bezahlen davon die kommunale Infrastruktur, theoretisch zumindest. Vielleicht schmeißen sie auch das Geld zum Fenster raus, kann auch sein. Hat ja kaum strafrechtliche Konsequenzen, kann man ja alles so machen. Meistens, nicht immer, meistens aber schon. Ja, aber im Wesentlichen, theoretisch soll das Geld also für die kommunale Infrastruktur verwendet werden. Und man sagt eben bei typisierender Betrachtung, nutzen die klassischen gewerblichen Unternehmen, nehmen Sie etwa einen Fabrikanten, der eine Fabrik betreibt im Gebiet der Kommune, der verbraucht natürlich deutlich mehr Elektrizität, Wasser, stößt mehr Emissionen aus. Da kommen LKWs angefahren, die Waren an- und abtransportieren, nutzen also die Straße deutlich intensiver. Und wenn man das so typisierend betrachtet, dann nehmen eben die gewerblichen Unternehmen die kommunale Infrastruktur stärker in Anspruch, als das bei freiberuflichen Unternehmen der Fall ist. Der Anwalt sitzt in seiner Kanzlei, da sind keine großen Emissionen, verbraucht ein bisschen Strom, Wasser, aber eben nicht so wahnsinnig viel. Ab und zu kommt mal ein Auto vorbei, PKW, der da auf dem Parkplatz anhält. Also die bei typisierender Betrachtung ist die Nutzung der kommunalen Infrastruktur durch gewerbliche Unternehmen intensiver als durch die freiberuflichen. Ja, und das wird nach wie vor eben als tauglicher Rechtfertigungsgrund angesehen für diese Ungleichbehandlung. Und die wird ja eben gemildert durch § 35, die Anrechnungsmöglichkeit. Aber in Stein gemeißelt ist diese Ungleichbehandlung natürlich nicht. Ne? Das muss man so deutlich sagen. Ja, dann noch abschließend die nicht unternehmerischen Einkünfte, die uns hier nicht beziehungsweise allenfalls am Rande interessieren. Die Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, da haben wir eben als Abgrenzungskriterium diese Weisungsgebundenheit, die typisch ist für die nicht selbstständige Arbeit. Im Einzelfall kann diese Abgrenzung mal Schwierigkeiten bereiten. Nehmen Sie etwa den Kurierfahrer für eines der Paketzustellunternehmen. Da ist es dann oft zweifelhaft, ist das selbstständig, ist das weisungsgebunden? Ja, also da kann die Abgrenzung mal schwierig sein. Jedenfalls, wenn Sie eine weisungsgebundene Tätigkeit haben, dann ist sie eben nicht selbstständig. Das heißt also, diese beiden Arten von Tätigkeiten schließen sich aus. Entweder sie ist selbstständig, dann haben wir eine Gewinneinkunftsart, oder sie ist nicht selbstständig, dann haben wir eben Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Und das sind eben gerade keine unternehmerischen Einkünfte. Ja, Einkünfte als Kapitalvermögen, das kann oder das wird im Rahmen auch unserer Vorlesung Unternehmenssteuerrecht nochmal relevant werden, nämlich bei der Besteuerung der Anteilseigner von vor allen Dingen Kapitalgesellschaften, von Körperschaften ganz allgemein. Denn die beziehen nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 in Gestalt der Dividenden Einkünfte aus Kapitalvermögen. Da wird uns das also nochmal beschäftigen. Bei den Einkünften des Kapitalvermögens haben wir es auch mit Überschusseinkünften zu tun. Aber wir müssen hier die Subsidiaritätsklausel des 20 Absatz 8 berücksichtigen. Das heißt, in dem Fall, in dem der Gegenstand der Kapitalanlage nicht im Privatvermögen, sondern in einem Betriebsvermögen gehalten wird, dann haben wir doch wieder entsprechende Einkünfte, also aus Gewerbebetrieb, Land, Forstwirtschaft oder selbstständiger Arbeit. Insofern kann auch dann, wenn wir auf den ersten Blick Einkünfte aus Kapitalvermögen haben, das heißt also einer der Tatbestände der 20 Absatz 1 oder 2 erfüllt ist, können wir doch aufgrund der Subsidiaritätsklausel doch wieder bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb, Land, Forstwirtschaft, nicht aus selbstständiger Arbeit landen. Da ist also das Verhältnis oftmals dann erst im Einzelfall
zu klären. Da kommt es also entscheidend darauf an, wird der Gegenstand der Kapitalanlage im Privatvermögen oder aber in einem Betriebsvermögen gehalten. Ja, darüber hinaus noch wichtig bei der Dividendenbesteuerung, das heißt bei der Besteuerung der Bezüge von Anteilseignern von Kapitalgesellschaften, da haben wir ja das Trennungsprinzip. Das heißt also, zunächst einmal wird der Gewinn der Kapitalgesellschaft nur bei dieser besteuert, mit der Körperschaftssteuer 15%. Und auf der Ebene der Anteilseigner passiert erstmal gar nichts. Es sei denn, es erfolgt eine Ausschüttung, es werden also Gewinne, es werden Dividenden ausgeschüttet. Dann haben wir bei dem Anteilseigner zunächst einmal Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des 20 Absatz 1 Nummer 1. Wenn die Beteiligung im Privatvermögen gehalten wird, dann bleibt es dabei. Ja, dann haben wir Abgeltungssteuer 25%. Wenn dagegen die Beteiligung an der Kapitalgesellschaft in einem Betriebsvermögen gehalten wird, dann haben wir Besteuerung mit dem persönlichen Steuersatz, aber 40% steuerfrei, § 3 Nummer 40 ESTG, beziehungsweise wenn die Beteiligung von einer anderen Kapitalgesellschaft gehalten wird, dann haben wir die 95%ige Steuerbefreiung, die sich nach § 8b KStG ergibt. Ja? Also an der Stelle spielen diese Einkünfte aus Kapitalvermögen dann doch eine Rolle, auch was das Kapitalertragssteuerabzugsverfahren anbelangt, das nämlich in allen Fällen stattfindet, egal ob die Beteiligung im Privat- oder im Betriebsvermögen gehalten wird. Diese Einkunftsart also wird uns insbesondere bei der Besteuerung der Anteilseigner von Kapitalgesellschaften nochmal begegnen. Ja, warum haben wir diese privilegierte Dividendenbesteuerung bei den Anteilseignern von Kapitalgesellschaften, also entweder die Abgeltungssteuer nur 25 statt bis zu 45% oder eben 40% steuerfrei oder § 8b 95% steuerfrei. Warum ist das so? Warum haben wir da dieses, man könnte sagen, präferentielle Steuerregime, also die Bezüge aus, also diese Dividendenbezüge werden bevorzugt besteuert. Warum ist das so? Welchem Umstand trägt das Rechnung? Ja, wir haben das Trennungsprinzip, zwei Ebenen. Wir haben ja zunächst einmal, ja? Vielleicht, wenn man das zusammenrechnen würde, wahrscheinlich auch eine Gesamtbesteuerung käme, die einem Individualsteuersatz von einem mittleren großen Kleinen treffen würde. Deswegen kann ich mal, dass man das Ganze aufteilt. Ja, ganz genau. Also wir haben eben die Vorbelastung auf der Ebene der Kapitalgesellschaft mit der Körperschaftssteuer. Und diese Vorbelastung wird eben typisierend berücksichtigt. Ja? Denn der ausgeschüttete Gewinn ist ja schon mal besteuert worden. Das ist ein schon besteuerter Gewinn. Und wenn er auf der zweiten Ebene bei den Anteilseignern nochmals ja, in voller Höhe besteuert würde, das würde zu einer steuerlichen Doppelbelastung führen. Deswegen wird also tatsächlich durch diese privilegierte Dividendenbesteuerung typisierend die Vorbelastung auf der Ebene der Körperschaft mit der Körperschaftssteuer berücksichtigt. Das werden wir aber an späterer Stelle nochmal im Detail besprechen. Ja, ebenfalls keine unternehmerischen Einkünfte sind Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Man vermietet und verpachtet eigenes Eigentum, Verwaltung eigenen Vermögens, das im Privatvermögen gehalten wird. Dementsprechend sind das ebenfalls keine unternehmerischen Einkünfte. Zu den unternehmerischen Einkunftsarten, Gewinneinkunftsarten gehört ja als ein Merkmal, dass man nachfragend anbietender beim externen Markt tätig sein muss. Daran fehlt es bei der bloßen Verwaltung eigenen Vermögens, wie wir das eben bei der Vermietung und Verpachtung von eigenem Eigentum, das im Privatvermögen gehalten wird, haben. Aber auch hier die Subsidiaritätsklausel, wenn der vermietete, verpachtete Gegenstand zu einem Betriebsvermögen gehört, dann haben wir doch wieder Einkünfte aus Gewerbebetrieb, Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit oder Land-Forstwirtschaft. Das heißt also auch hier Subsidiarität im Verhältnis zu den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, im Verhältnis zu den Gewinneinkunftsarten. Also Subsidiarität der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung zu den Gewinneinkunftsarten. Und bei den sonstigen Einkünften, da haben wir ja schon Kraft der Bezeichnung eine Subsidiarität im Verhältnis zu anderen Einkunftsarten. Das ist ja nur ein Auffangtatbestand. Dementsprechend dort, wo wir Gewinneinkünfte haben, ist schon automatisch der Rückgriff auf die sonstigen Einkünfte gesperrt. Ja, das also zunächst einmal zu den unternehmerischen Einkunftsarten in Abgrenzung zu den
Überschusseinkunftsarten, die keine unternehmerischen Einkunftsarten sind. Wie werden nun die Einkünfte bei Unternehmen ermittelt? Wir haben ja diesen Dualismus der Einkunftsarten. Auf der einen Seite die Gewinneinkünfte, das sind die, die uns hier interessieren als unternehmerische Einkünfte. Auf der anderen Seite die Überschusseinkünfte. Und bei den Gewinneinkünften, da sind die Einkünfte der Gewinn. Der Gewinn wird nach § 4 Absatz 1 Satz 1 im Grundsatz durch einen Betriebsvermögensvergleich ermittelt. Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen am Schluss des Wirtschaftsjahres und dem Betriebsvermögen am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres. Und dieser Unterschiedsbetrag ist dann ja die Ausgangsgröße für die Ermittlung des Gewinns. Dann müssen noch Entnahmen, Einlagen das muss noch um Entnahmen, Einlagen bereinigt werden. Aber das ist zunächst mal die Ausgangsgröße, also Betriebsvermögensvergleich. Dieser Betriebsvermögensvergleich erfolgt dann im Grundsatz nach § 5 Absatz 1 Satz 1 bei Gewerbetreibenden nach den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Das ist also eine bilanzielle Gewinnermittlung mittels Betriebsvermögensvergleichs. Alternativ haben wir eben gesehen, bei denjenigen, die nicht buchführungspflichtig sind und auch nicht freiwillig Bücher führen, die können auch eine Einnahmenüberschussrechnung durchführen. Dann haben wir noch die Besonderheit der Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen bei Landforstwirtschaft, nach Tonnage bei Handelsschiffen. Das erwähne ich hier nur der Vollständigkeit halber. Jedenfalls bei den Gewinneinkünften im Grundsatz die Ermittlung des Gewinns der Einkünfte mittels eines Betriebsvermögensvergleichs. Das bedeutet, Änderungen im Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen wirken sich auf die Höhe der Einkünfte aus. Bei den Überschusseinkünften dagegen wird nur verglichen die Einnahmen mit den Werbungskosten, also den erwerbsbezogenen Aufwendungen. Und der sich daraus ergebende Unterschiedsbetrag sind dann die Einkünfte. Das heißt also, bei den Überschusseinkunftsarten sind Wertänderungen im Vermögen im Grundsatz unbeachtlich. Darüber hinaus gilt bei den Überschusseinkunftsarten das Zufluss-Abfluss-Prinzip. Das heißt also, anders als bei einem bilanzierenden Steuerpflichtigen, reicht es nicht aus, wenn eine bestimmte Position wirtschaftlich entstanden ist, sondern es muss auch zu einem Zufluss bzw. Abfluss gekommen sein. Beispiel, wir haben einen Steuerpflichtigen, der ein gewerbliches Unternehmen betreibt, der hat Waren an einen Kunden verkauft, einen entsprechenden Kaufvertrag abgeschlossen für 10.000 Euro und er hat seinerseits im Jahr 2022 auch die Waren schon geliefert. Damit hat er sich die Forderung wirtschaftlich betrachtet verdient. Er muss also die Forderung schon für den Veranlagungszeitraum für das Wirtschaftsjahr 2022 in seiner Bilanz aktivieren. Ja, das heißt also, die Forderung erhöht schon, obwohl der Kunde noch nicht bezahlt hat, die Forderung erhöht schon im Jahr 2022 die aktive und damit auch den Gewinn. Ja, je mehr aktiver, desto mehr Gewinn. Anders beim Rechtsanwalt, der ebenfalls im Jahr 2022 anwaltliche Dienstleistungen für den Mandanten erbracht hat. Das heißt, er hat sich seine Forderung wirtschaftlich schon verdient. Wenn er sich aber nach § 4 Absatz 3 für die Einnahmenüberschussrechnung entscheidet, dann gilt eben das Zufluss-Abfluss-Prinzip. Und das bedeutet, wenn der Mandant im Jahr 2022 noch nicht zahlt, haben wir keinen Zufluss. Dementsprechend wird bei dem Rechtsanwalt für 2022 noch nichts berücksichtigt, sondern erst dann, wenn im Jahr 2023 der Mandant zahlt, dann haben wir den Zufluss, dann erst wird beim Rechtsanwalt der betreffende Ertrag berücksichtigt. Ja, also da haben wir ein zeitliches Auseinanderfallen und spiegelbildlich gilt das dann eben auch für den umgekehrten Fall, dass eine Verbindlichkeit entstanden ist. Da kommt es eben bei Einnahmenüberschussrechnung, generell bei den Überschusseinkunftsarten auf den Abfluss an. Ja, dieses Zufluss-Abfluss-Prinzip gilt unmittelbar für die Überschusseinkunftsarten, aber eben auch über den § 4 Absatz 3 bei den Gewinneinkunftsarten, dort nämlich, wo eben dieses Wahlrecht besteht, eine Einnahmenüberschussrechnung durchzuführen. Der Gewinnermittlungszeitraum bei den Gewinneinkünften ist das Wirtschaftsjahr, § 4a EStG. Und für das Wirtschaftsjahr wird in der Sache, nicht wortwörtlich, aber in der Sache zurückgegriffen auf das handelsbilanzrechtliche Geschäftsjahr, § 4a Nummer 2, Absatz 1 Nummer 2. Bei Gewerbetreibenden ist das Wirtschaftsjahr der Zeitraum, für den sie regelmäßig Abschlüsse machen. Das heißt also, es wird als Wirtschaftsjahr herangezogen, das Geschäftsjahr, das handelsbilanzrechtliche Geschäftsjahr.
Das handelsbilanzrechtliche Geschäftsjahr, das kann mit dem Kalenderjahr übereinstimmen, muss aber nicht. Es kann also auch vom Kalenderjahr abweichend sein, zum Beispiel 1.10. des einen bis zum 30.09. des Folgejahres. Und wenn wir eine solche Abweichung haben, stellt sich das Problem für das Einkommen und Körperschaftsteuerrecht ist ja immer abzustellen auf das Kalenderjahr. Kalenderjahr, der Veranlagungszeitraum sowohl für Einkommen als auch für Körperschaftsteuer ist das Kalenderjahr. Und das muss man nun in Einklang bringen, wenn man auf der einen Seite das vom Kalenderjahr möglicherweise abweichende Geschäftsjahr als Wirtschaftsjahr für maßgeblich erklärt, auf der anderen Seite aber Veranlagungszeitraum das Kalenderjahr ist. Das muss man irgendwie dann wieder in Einklang bringen. Das geschieht über den 4a Absatz 2 für Gewerbetreibende Nummer 2. Bei Gewerbetreibenden gilt der Gewinn des Wirtschaftsjahres als in dem Kalenderjahr bezogen, in dem das Wirtschaftsjahr endet. Ja, und so hat man dann die Zuordnung zum Kalenderjahr, zum Veranlagungszeitraum und damit hat man gewissermaßen wieder die Übereinstimmung mit dem Einkommen, körperschaftsteuerlichen Veranlagungszeitraum, Kalenderjahr und eben dem davon abweichenden Wirtschaftsjahr. Der Gewinn gilt oder wird dem Kalenderjahr zugerechnet, in dem das Wirtschaftsjahr endet. Ja, im Grundsatz wird die Gewinnermittlung bei den unternehmerischen Einkünften, wie schon gesehen, mittels Betriebsvermögensvergleich durchgeführt und in den Fällen des Paragraphen 5 Absatz 1 Satz 1, das heißt also bei Gewerbetreibenden, muss dieser Betriebsvermögensvergleich durchgeführt werden auf Grundlage der handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, der sogenannte Maßgeblichkeitsgrundsatz. Aber dieser Maßgeblichkeitsgrundsatz, wir haben das schon in der Vorlesung Bilanzrecht besprochen, der wird durchbrochen durch eine ganze Reihe von steuerlichen Sondervorschriften. Aber Ausgangspunkt ist tatsächlich dann die Handelsbilanz, aus der dann die Steuerbilanz abgeleitet wird. Oder man macht dann eine Überleitungsrechnung, beides ist möglich, unter Berücksichtigung der steuerlichen Sondervorschrift. Das Betriebsvermögen, das haben wir ebenfalls schon besprochen, im Sinne des Paragraphen 4, damit ist gemeint das Reinvermögen, das Eigenkapital, das heißt also die Summe der Aktiva abzüglich der Summe der Schulden. Der Restbetrag ist das Betriebsvermögen, das Eigenkapital, das also unter Betriebsvermögen zu verstehen. Und dieser Betriebsvermögensvergleich wird bilanziell durchgeführt bei Gewerbetreibenden aufgrund des Maßgeblichkeitsgrundsatzes auf der Grundlage der Handelsbilanz, auf Grundlage der handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Wenn wir Steuerpflichtige haben, die keine Gewerbetreibenden sind, aber gleichwohl einen Betriebsvermögensvergleich durchführen, dann können sie das, wie ich schon gesagt habe, theoretisch ohne Bindung an die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung tun. Ja, theoretisch wäre es also möglich, bei denjenigen, die keine Gewerbetreibenden, keine buchführungspflichtigen Gewerbetreibenden im Sinne des 5 Absatz 1 Satz 1 sind, für die gilt das Maßgeblichkeitsprinzip nicht. Das heißt, die könnten diesen bilanziellen Betriebsvermögensvergleich theoretisch ohne Bindung an die GOB durchführen. Ja, in der Praxis geschieht das aber eher nicht, sondern aus Gründen der Praktikabilität orientiert man sich gleichwohl an den GOB, wenn man überhaupt mal einen Nicht-Gewerbetreibenden hat, der Bücher führt. Denn wir haben ja bei den nicht-buchführungspflichtigen Steuerpflichtigen die Möglichkeit, nach § 4 Absatz 3, wie wir schon gesehen haben, eine Einnahmenüberschussrechnung durchzuführen. Das wird auch in der Praxis üblicherweise gemacht, weil es schlicht deutlich einfacher ist als die bilanzielle Gewinnermittlung. Wenn also keine Buchführungspflicht besteht, dann haben wir diesen Paragraphen 4 Absatz 3 ESCG, der den Zugang eröffnet zu dieser Einnahmenüberschussrechnung. Und damit haben wir dann weitgehend eine Anwendung der Grundsätze, die eigentlich für die Überschusseinkunftsarten gelten. Es werden verglichen die Betriebseinnahmen mit den Betriebsausgaben. Es gelten das Zufluss-Abfluss-Prinzip. All das gilt im Falle der Ausübung des Wahlrechts nach Paragraph 4 Absatz 3. Also wenn sich der Steuerpflichtige für die Einnahmenüberschussrechnung entscheidet. § 4 Absatz 3, Steuerpflichtige, die nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, die das auch nicht freiwillig tun, können als Gewinn den Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben ansetzen. Das bedeutet, sie müssen keinen bilanziellen Betriebsvermögensvergleich durchführen, sondern können wie bei den Überschusseinkunftsarten schlicht die Einnahmen mit den erwerbsbezogenen Ausgaben vergleichen. Dieses Wahlrecht haben alle, die nicht nach gesetzlichen Vorschriften, wie der § 4 Absatz 3 sagt,
buchführungspflichtig sind und die auch nicht freiwillig Bücher führen. In der gestrigen Stunde Bilanzrecht habe ich erwähnt, neuerdings sagt der BfH, dass gesetzliche Vorschriften, aufgrund derer eine Buchführungspflicht besteht, auch solche ausländischen Rechts sein können. Das meines Erachtens aber sehr zweifelhaft. Das hat der BfH entschieden für eine luxemburgische Fondsgesellschaft, die war nach luxemburgischem Recht buchführungspflichtig, hat sich dann darauf berufen, nach deutschem Recht ist sie ja nicht buchführungspflichtig. Vermögensverwaltung ist ja keine gewerbliche Tätigkeit und die wollte dementsprechend für Zwecke der deutschen Besteuerung eine Einnahmenüberschussrechnung durchführen. Die BfH hat gesagt, nein, gesetzliche Vorschriften, das sind auch ausländische gesetzliche Vorschriften, hier nach luxemburgischem Recht. Damit ist dann das Wahlrecht nach 4 Absatz 3 blockiert. Ja, sehr zweifelhaft meines Erachtens, aber so hat es der BfH entschieden. Wie ich Ihnen an dem Beispiel schon verdeutlicht habe, mit auf der einen Seite dem Gewerbetreibenden, auf der anderen Seite dem Kaufmann, haben wir da üblicherweise nur ein zeitliches Auseinanderfallen der Berücksichtigung. Ja, in beiden Fällen wird der Betrag der Forderung berücksichtigt, beim Gewerbetreibenden eben früher, weil er eben schon früher aktivieren muss, beim Rechtsanwalt dagegen später, weil bei ihm eben der Zeitpunkt des Zuflusses maßgeblich ist und spiegelbildlich gilt das dann eben auch für den gegenläufigen Fall, dass eine Verbindlichkeit begründet wird. Da kommt es eben beim bilanzierungspflichtigen Kaufmann auf die Entstehung an, dann muss er passivieren, wohingegen beim Kaufmann der tatsächliche Abfluss maßgeblich ist, nicht der Zeitpunkt der wirtschaftlichen Entstehung der Verbindlichkeit. Das heißt, wir haben also in der Regel nur ein zeitliches Auseinanderfallen der Berücksichtigung und das ist schon geboten allein durch den Grundsatz der Gesamtgewinngleichheit. Der Gesamtgewinn muss, egal welche Gewinnermittlungsmethode man wählt, der Gesamtgewinn muss gleich hoch besteuert werden. Ja, das ist aber in der Regel auch ist in der Regel gewährleistet, weil wir in der Regel eben nur dieses zeitliche Auseinanderfallen haben. Der Steuerpflichtige kann in jedem Veranlagungszeitraum die Gewinnermittlungsart neu wählen, wenn er nach 4 Absatz 3 wahlberechtigt ist. Dann müssen gegebenenfalls zur Abrechnung, zur Sicherstellung eben dieser Gesamtgewinngleichheit erfolgen. Dazu hat sich die Finanzverwaltung in den Einkommensteuerrichtlinien näher geäußert. Also man kann von VZ zu VZ dieses Wahlrecht neu ausüben. Das ist durchaus möglich. Nur nicht innerhalb eines Veranlagungszeitraums kann man nicht nochmal switchen, außer wenn ein wichtiger Grund vorliegt, hat der BfH mal entschieden. Aber von einem zum anderen Veranlagungszeitraum kann man die Gewinnermittlungsart wechseln. Ja, wer ist buchführungspflichtig? Wer unterliegt dementsprechend dem Maßgeblichkeitsgrundsatz und wer kann dementsprechend nicht von der Möglichkeit der Einnahmenüberschussrechnung nach § 4 Absatz 3 Gebrauch machen, vor allen Dingen Kaufleute. Ja, das haben wir in der Vorlesung Bilanzrecht schon besprochen. Nach 238 HGB sind im Grundsatz alle Kaufleute buchführungs- und bilanzierungspflichtig, mit Ausnahme der in 241 A-Satz 1 genannten Kleinstkaufleute, die also unterhalb der dort festgelegten Grenzwerte liegen. Die sind dann, obwohl sie Kaufleute sind, nicht buchführungs-, nicht bilanzierungspflichtig, aber im Grundsatz alle Kaufleute und auch die den Kaufleuten gleichgestellten Personenhandelsgesellschaften und auch die Formkaufleute, die Kapitalgesellschaften, die sind alle buchführungspflichtig, die sind alle als Kaufleute Gewerbetreibende, das heißt für sie gilt der Maßgeblichkeitsgrundsatz und für sie besteht nicht das Wahlrecht nach § 4 Absatz 3. Ja? Gewerbetreibende können ausnahmsweise das Wahlrecht nach 4 Absatz 3 haben, wenn sie Kleinstkaufleute sind, dann gelten für sie ja die Buchführungs- und Bilanzierungspflichten nicht, 241a, aber im Übrigen sind alle Kaufleute buchführungs- und bilanzierungspflichtig und dementsprechend haben Sie nicht das Wahlrecht nach § 4 Absatz 3. Das Steuerrecht macht sich die nach anderen Gesetzen, insbesondere die nach dem HGB, bestehende Buchführungsbilanzierungspflicht sozusagen zu eigen in Gestalt der derivativen Buchführungspflicht § 140 Abgabenordnung. § 140 Abgabenordnung, wer nach anderen Gesetzen als den Steuergesetzen und gemeint ist in erster Linie das HGB, Bücher und Aufzeichnungen zu führen hat, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, das folgt allein schon aus dem Maßgeblichkeitsgrundsatz, hat die Verpflichtung, die ihm nach anderen
Gesetz, die Verpflichtungen, die ihm nach anderen Gesetzen obliegen, auch für die Besteuerung zu erfüllen. Anders gesagt, die nach anderen Gesetzen, insbesondere nach dem HGB bestehende Buchführungsbilanzierungspflicht, die wird schlicht einfach auch für steuerliche Zwecke zunutze gemacht, damit man nicht doppelt einmal für handelsbilanzrechtliche an, dann nochmal für steuerliche Zwecke Bücher führen und bilanzieren muss. Ja, das ist also die sogenannte derivative steuerrechtliche Buchführungspflicht. Auch da hat der BfH vor recht kurzer Zeit entschieden, dass andere Gesetze im Sinne des 140 auch ausländische Gesetze sein können. In konkreto war das eine Aktiengesellschaft, die nach liechtensteinischem Recht buchführungsbilanzierungspflichtig war. Da stellte sich die Frage, muss die jetzt für Zwecke der deutschen Besteuerung auch nochmal nach deutschem Recht Bücher führen, bilanzieren? Das hat der BfH verneint. Er hat gesagt, eine Buchführungspflicht nach anderen Gesetzen, die dann auch für Zwecke der inländischen Besteuerung herangezogen werden kann, ist auch eine nach ausländischen Regeln und dementsprechend musste die Liechtensteinische AG nicht nochmals für inländische Zwecke, für Zwecke der inländischen Besteuerung Bücher führen und eine Bilanz aufstellen. Auch das meines Erachtens zweifelhaft. Ich habe das gestern im Bilanzrecht ausgeführt, das meines Erachtens mit dem Demokratieprinzip nicht vereinbar, weil man hier auf Gesetze zurückgreift, die nicht von dem deutschen Parlament stammen. Und das ist durch das Demokratieprinzip geboten. Es muss sich also um eine Regelung, eine Entscheidung des deutschen Gesetzgebers, des deutschen Parlaments handeln. Ja, dort, wo wir keine derivative Buchführungspflicht haben, kann eine originär steuerrechtliche eingreifen nach 141. Gewerbliche Unternehmen und Land- und Forstwirte, die nach den Feststellungen der Finanzbehörde die hier genannten Beträge, Größen überschreiten. Bei Gewerbetreibenden sind das 600.000 Euro, mehr als 600.000 Euro Gesamtumsatz beziehungsweise mehr als 60.000 Euro Gewinn. Die sind auch dann verpflichtet, für diesen Betrieb Bücher zu führen und aufgrund jährlicher Bestandsaufnahme Abschlüsse zu machen, also eine Bilanz aufzustellen, wenn sich eine Buchführungspflicht nicht schon aus 140 ergibt und die in Satz 2 genannten Vorschriften und damit die darin enthaltenen GOB sind auch dann einzuhalten. Das heißt also, man kommt dann über diese originär steuerrechtliche Buchführungspflicht auch zu einer im Wesentlichen mit der handelsbilanzrechtlichen Buchführungspflicht und Bilanzierungspflicht gleichlaufenden Pflicht. Das also durch diesen Verweis in 141 Absatz 1 Satz 2 auf die wichtigsten GOB. Aber geschuldet ist nach 141 für steuerliche Zwecke nach dieser originär steuerrechtlichen Buchführungspflicht nur eine Bilanz, keine Gewinn- und Verlustrechnung. Aber es besteht eben eine Bindung an die wesentlichen, an die wichtigsten handelsrechtlichen GOB. Ja, wir haben schon kennengelernt in der Vorlesung Bilanzrecht den Maßgeblichkeitsgrundsatz, die für Gewerbetreibende, die buchführungspflichtig sind oder freiwillig Bücher führen, sind die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung maßgeblich für den Betriebsvermögensvergleich, aber eben mit zahlreichen steuerrechtlichen Modifikationen, sodass es sich meistens anbietet, eine eigene Steuerbilanz aufzustellen, die dann aber aus der Handelsbilanz abgeleitet wird. Ausreichend wäre auch eine Überleitungsrechnung, das heißt also keine eigenständige Steuerbilanz. Oftmals wird sich das aber eben aufgrund der inzwischen doch sehr großen Zahl der Abweichungen vom Handelsbilanzrecht durch steuerrechtliche Sondervorschriften anbieten. In die Bilanz sind entsprechend der Vorschrift des 246.1.1 HGB alle Wirtschaftsgüter, alle Vermögensgegenstände handelsbilanzrechtlich und alle Wirtschaftsgüter steuerrechtlich aufzunehmen und alle Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen ist immer entscheidend. Es muss sich um eine Position handeln, die zum Betriebsvermögen, nicht zum Privatvermögen gehört. Das heißt also, in diesem bilanziellen Betriebsvermögensvergleich, wie die Bezeichnung schon sagt, wird nur Betriebsvermögen, nicht Privatvermögen einbezogen. Alle Wirtschaftsgüter sind auf der Aktivseite auszuweisen. Wir haben in der Vorlesung Bilanzrecht auch schon den Begriff des Wirtschaftsguts besprochen. Das sind nicht nur Sachen und Rechte im Sinne des Zivilrechts, sondern das können auch andere vermögenswerte Vorteile sein. Voraussetzung ist, dass sich der Kaufmann
deren Erlangung etwas kosten lässt, dass er also typischerweise Aufwendungen tätigt für die Erlangung dieser Positionen, dass diese auch einer Bewertung, einer Einzelbewertung zugänglich sind und dass sie auch übertragbar sind, entweder einzeln oder zumindest zusammen mit dem Betrieb. Das ist der Begriff des Wirtschaftsguts. Und man unterscheidet zwischen dem Anlagevermögen, das sind diejenigen Wirtschaftsgüter, die zum dauerhaften Verbleib im Unternehmen bestimmt sind, etwa das Betriebsgrundstück, die Betriebsgebäude, Maschinen, die zur Produktion von Waren im Unternehmen eingesetzt werden. Das wäre Anlagevermögen. Und auf der anderen Seite das Umlaufvermögen, das heißt Wirtschaftsgüter, die nur zum vorübergehenden Verbleib im Unternehmen bestimmt sind, etwa Waren, die zur Weiterveräußerung bestimmt sind, Rohstoffe, die zur Weiterverarbeitung bestimmt sind oder auch Forderungen, die dazu bestimmt sind, dass sie beglichen werden und damit sozusagen aus dem Unternehmen verschwinden. Das wäre also das Umlaufvermögen. Man unterscheidet zwischen materiellen und immateriellen Wirtschaftsgütern. Da können sich erhebliche Unterschiede bezüglich sowohl der Bilanzierung dem Grunde nach als auch bei der Bewertung unter Umständen ergeben. Materielle, das sind zum einen Sachen, also körperliche Gegenstände, aber auch Forderungen. Und immaterielle sind alle, die eben keine körperlichen Gegenstände und keine Forderungen sind. Das können zum Beispiel sein gewerbliche Schutzrechte, Markenrechte, Patentrechte und dergleichen. Das wären Beispiele für immaterielle Vermögensgegenstände, Wirtschaftsgüter, steuerbilanzrechtlich. Ja, wichtig in diesem Zusammenhang noch die Vorschrift des Paragraphen 39 Abgabenordnung, die wir in der Vorlesung im letzten Semester schon kennengelernt haben. Wir haben sowohl im Handels- als auch im Steuerbilanzrecht den Grundsatz der wirtschaftlichen Betrachtung. Das heißt, man betrachtet alles nicht streng formaljuristisch, wie das zivilrechtlich der Fall wäre, sondern es findet eine wirtschaftliche Betrachtung statt und dementsprechend kommt es entscheidend auch auf das wirtschaftliche Eigentum, nicht so sehr auf das zivilrechtliche Eigentum an. Paragraph 39 Absatz 1 sagt, Wirtschaftsgüter sind dem zivilrechtlichen Eigentümer zuzurechnen. Das ist der Grundsatz. Also im Grundsatz akzeptiert das Steuerrecht durchaus die zivilrechtliche Zuordnung. Aber 39 Absatz 2 sagt dann, abweichend von Absatz 1 gelten die folgenden Vorschriften. Übt ein anderer als der Eigentümer die tatsächliche Herrschaft über ein Wirtschaftsgut in der Weise aus, dass er den Eigentümer im Regelfall für die gewöhnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut wirtschaftlich ausschließen kann, so ist ihm das Wirtschaftsgut zuzurechnen. Also das Auseinanderfallen des zivilrechtlichen vom wirtschaftlichen Eigentum in dem hier genannten Sinne ist das wirtschaftliche Eigentum maßgeblich. Ja? Das kann sich also im Einzelfall ergeben und das ist wichtig eben für die Frage, in wessen Bilanz muss das Wirtschaftsgut aufgenommen werden. Ja, bei Auseinanderfallen des zivilrechtlichen vom wirtschaftlichen Eigentum muss die betreffende Position bei dem wirtschaftlichen Eigentümer in der Bilanz aktiviert werden. Ja, das ist also eine wichtige Regelung, 39 Absatz 2 Nummer 1. Tatsächliche Sachherrschaft ist entscheidend, dauerhafter Ausschluss des zivilrechtlichen Eigentümers und der 39 Absatz 2 Nummer 1 nennt hier selbst einige Beispiele. Bei Treuhandverhältnissen sind die Wirtschaftsgüter dem Treugeber zuzurechnen. Beim Treuhandverhältnis, da wird zivilrechtlich ein bestimmter Gegenstand auf eine andere Person übertragen, aber es wird in der zugrunde liegenden Treuhandvereinbarung geregelt, dass diese andere Person, der jetzt zivilrechtlicher Eigentümer geworden ist, den Weisungen des Treugebers zu folgen hat, auf dessen Verlangen auch den Gegenstand wieder zurück übertragen muss. Und in dem Sinne haben wir zwar ein zivilrechtliches Eigentum beim Treuhänder, aber der Treugeber hat eben die Möglichkeit, durch entsprechende Weisungen den Treuhänder dauerhaft von der Einwirkung auf den betreffenden Gegenstand auszuschließen. Das heißt, wir haben dann wirtschaftliches Eigentum beim Treugeber. So sagt es auch der 39 Absatz 2 Nummer 1 Satz 2. Beim Sicherungseigentum, beim Sicherungsgeber, beim Sicherungseigentum wird als Kreditsicherungsmittel, also ein Unternehmer nimmt ein Darlehen bei einer Bank auf und finanziert damit eine Maschine. Diese Maschine wird dann zur Sicherheit an die Bank übereignet. Das heißt, die Bank erlangt so eine Realsicherheit. Die Bank ist zivilrechtlicher Eigentümer.
dieses Wirtschaftsguts, der Maschine zum Beispiel, aber diese Maschine bleibt im Besitz des Unternehmers. Das heißt, er kann sie nutzen, um damit auch Gewinne zu generieren, aus denen er dann das Darlehen zurückzahlt oder die Zinsen auch bezahlt. Das ist also der Gedanke beim Sicherungseigentum. Wir haben also auch da ein Auseinanderfallen des zivilrechtlichen Eigentums. Das liegt bei der Bank, aber die tatsächliche Sachherrschaft liegt beim Unternehmer. Und der hat eben durch die Möglichkeit, dadurch, dass er das Darlehen vollständig zurückzahlt, das zivilrechtliche Eigentum und damit die Einwirkung der Bank auf die Sache dauerhaft zu beenden. Deswegen ist also beim Sicherungseigentum der Sicherungsgeber der wirtschaftliche Eigentümer. Das heißt, diese Maschine wäre beim Sicherungsgeber zu bilanzieren, nicht bei der Bank. Ja, es gibt weitere Beispiele, also das Leasing. Da wird unterschieden, recht kompliziert nach der Frage, also ab welcher Nutzungsdauer hat man Vollamortisation auf Seiten des Leasinggebers. Also beim Leasing hängt es von den Details des Leasingvertrages ab, wo wir das wirtschaftliche Eigentum haben. Ja, also das eine wichtige Vorschrift, die eben gerade für die Frage, in wessen Bilanz muss eine bestimmte Position aufgenommen werden, wichtig ist. Da kommt es eben auf das wirtschaftliche und bei Auseinanderfallen nicht auf das zivilrechtliche Eigentum an. Ja, dann eine weitere Voraussetzung für die Einbeziehung in die Bilanz, in den bilanziellen Betriebsvermögensvergleich, ist die Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen. Das heißt, man muss an dieser Stelle eine Abgrenzung zum Privatvermögen vornehmen. Das, was zum Privatvermögen gehört, wird nicht in den Betriebsvermögensvergleich einbezogen und wirkt sich dementsprechend auch nicht auf die Höhe des Gewinns, die Höhe der Einkommensteuer aus. Man unterscheidet zwischen notwendigem und gewillkürtem Betriebsvermögen. Notwendiges Betriebsvermögen ist dasjenige Betriebsvermögen, das zu mehr als 50% betrieblich genutzt wird. Dann hätten wir es also mit notwendigem Betriebsvermögen zu tun, erst recht bei ausschließlicher Nutzung für betriebliche Zwecke. Beim gewillkürten Betriebsvermögen, das sind solche Wirtschaftsgüter, die zwar nicht zu mehr als 50%, sondern zu geringeren Anteilen betrieblich genutzt werden, die aber gleichwohl zum einen objektiv geeignet sind, dem Betrieb zu dienen und bei denen auch eine erkennbare subjektive Bestimmung dazu gegeben ist, etwa dadurch, dass man sie eben in die Bilanz aufgenommen hat. Damit macht man eben deutlich, dass man dieses Wirtschaftsgut dem Betrieb zu betrieblichen Zwecken, zumindest auch zu betrieblichen Zwecken, verwenden will. Beim gewillkürten Betriebsvermögen, da hat man so häufig aber eine gemischte Nutzung und da kommt es eben darauf an, wenn die betriebliche Nutzung weniger als 10% beträgt, dann ist das, hat das Bagatellcharakter und dann haben wir ein notwendiges Privatvermögen. Das heißt also, dann könnte daraus kein gewillkürtes Betriebsvermögen gemacht werden. Wenn wir eine betriebliche Nutzung von mehr als 50% haben, dann ist es sowieso ein notwendiges Betriebsvermögen. Problematisch also die Bereiche dazwischen, das heißt also zwischen 10% und 50% betriebliche Nutzung. Da muss man dann nach den Umständen des Einzelfalles entscheiden, ob die Voraussetzungen für gewillkürtes Betriebsvermögen gegeben sind. Das heißt also erstens, es muss eine objektive Eignung zur Nutzung für betriebliche Zwecke bestehen und zweitens, es muss eine entsprechende Zweckbestimmung bestehen, etwa dadurch, dass man den betreffenden Gegenstand, das betreffende Wirtschaftsgut in die Bilanz aufgenommen hat. Damit macht man ja eben deutlich, dass man hier eine Zweckbestimmung zu betrieblichen Zwecken hat. Voraussetzung aber eben, dass dieser betriebliche Nutzungsanteil mindestens 10% beträgt. Was darunter liegt, das wäre dann notwendiges Privatvermögen. Ja, bei der Folgebewertung von Wirtschaftsgütern des Anlageumlaufvermögens, da haben wir einige Abweichungen von den handelsbilanzrechtlichen Grundsätzen. In der Handelsbilanz, da haben wir ja zum einen die planmäßigen Abschreibungen bei den Abnutzbaren des Anlagevermögens. Ja, da muss eine planmäßige Abschreibung erfolgen. Und darüber hinaus muss handelsbilanzrechtlich eine außerplanmäßige Abschreibung erfolgen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und
bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens. Wie ist es da handelsbilanzrechtlich? Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens. Wie ist es da mit Wertabschreibungen bei der Folgebewertung? Wie ist die Zugangsbewertung handelsbilanzrechtlich? Mit welchem Betrag wird ein Vermögensgegenstand, wenn er erstmals ins Unternehmen kommt, angesetzt? Welcher Grundsatz gilt da? Das gilt dann auch über den Maßgeblichkeitsgrundsatz für die Handelsbilanz, ja, für die Steuerbilanz. Genau, Anschaffungs- oder Herstellungskosten, ja, das gilt auch über den Maßgeblichkeitsgrundsatz dann für die Steuerbilanz. Und bei der Folgebewertung, da habe ich ja gesagt, also handelsbilanzrechtlich bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens planmäßige Abschreibungen, ja, bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung auch außerplanmäßige und beim Umlaufvermögen. Wie ist das beim Umlaufvermögen? Welcher Grundsatz gilt da handelsbilanzrechtlich? Ja, welcher Grundsatz ist das ganz allgemein, der im Handelsbilanzrecht zu diesen Abschreibungen führt? Welches Prinzip steht dahinter? Ja. Das Vorsichtsprinzip und hier die Unterausprägung. Ja. Das Niederschwellprinzip, ganz genau. Ja, und wir haben beim Anlagevermögen ein gemildertes Niederschwellprinzip und beim Umlaufvermögen ein strenges Niederschwellprinzip. Das heißt, beim Umlaufvermögen ist schon dann eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen, wenn am Abschlussstichtag auch nur eine vorübergehende Wertminderung eingetreten ist. Ja? Wie ist das in der Steuerbilanz? Da haben wir zunächst einmal als gewissermaßen Parallele zu den planmäßigen Abschreibungen die AFA. Die müssen dann vorgenommen werden nach Maßgabe des Paragraphen 7. Da gilt der Grundsatz der linearen AFA. In bestimmten Fällen wird aber davon abgewichen. Etwa bei Gebäuden gibt es eigenständige Abschreibungsvorschriften. Also Absetzung für Abnutzung, AFA, bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens und im Übrigen eine sogenannte Teilwertabschreibung. Das heißt also Abschreibung auf einen niedrigeren Teilwert, aber das ist steuerbilanzrechtlich bei allen Wirtschaftsgütern, egal ob Anlage oder Umlaufvermögen, nur zulässig bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung. Ja, das ist also ein Unterschied zum Handelsbilanzrecht. Da haben wir ja aufgrund des strengen Niederschwellprinzips bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens ja, eine zwingende Abschreibung auf den niedrigeren Wert, auch bei einer nur vorübergehenden Wertminderung, wohingegen wir im Steuerrecht nur bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eine dann Teilwertabschreibung vornehmen dürfen. Und es ist ein bloßes Wahlrecht. Das heißt, es ist also nicht zwingend, sondern ein bloßes Wahlrecht. Das ist also der wichtige Unterschied zum Handelsbilanzrecht. Ja, dann diese Sonderregelung, über die wir auch schon mal gesprochen haben, der geringwertigen Wirtschaftsgüter. Das lässt sich letztlich durch den Grundsatz der Wesentlichkeit erklären. Es wäre also ein unverhältnismäßiger Aufwand, wenn man auch bei solchen geringwertigen Wirtschaftsgütern AFA durchführen müsste. Dort kann man eine Sofortabschreibung vornehmen, wenn der Nettobetrag, also die Nettoanschaffungsherstellungskosten ohne Umsatzsteuer, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten, dann noch die Möglichkeit eines Sammelpostens, das will ich jetzt hier aber nur kurz erwähnen. Ja, wie schon erwähnt, das Steuerrecht regelt einige Sonderfälle der AFA für Gebäude. Da wird differenziert, das können Sie sich im Einzelnen mal durchlesen in § 7 Absätze 4 bis 5a. Da wird differenziert nach dem Alter des Gebäudes und da gibt es dann verschiedene Abschreibungsbeträge, Abschreibungsprozentsätze. Also wichtig ist, dass sowohl handelsbilanzrechtlich als auch steuerbilanzrechtlich zu unterscheiden ist zwischen dem Grund und Boden als solchem und dem aufstehenden Gebäude. Wie ist das beim Grund und Boden? Müssen wir da außer planmäßige Abschreibung oder AFA durchführen bezüglich des Grundstücks als solchen? Genau, es ist kein abnutzbarer Vermögensgegenstand, kein abnutzbares Wirtschaftsgut, wohl aber das aufstehende Gebäude. Da müssen wir also planmäßige Abschreibungen und steuerrechtlich AFA vornehmen. Und da gibt es dann bestimmte Prozentsätze, die sich nach dem Alter des Gebäudes richten, in § 7 Absatz 4 bis 5a.
Dann gibt es erhöhte Absetzungen für Abnutzung anstelle der regulären, etwa nach 7H, 7I, Sanierungsgebiet oder denkmalgeschützte Gebäude. Da kann man also erhöhte Absetzungen anstelle der regulären AFA vornehmen oder auch Sonderabschreibungen, etwa nach 7B, 7C oder 7G dann Investitionsabzugsbeträge. Das sind Sonderabschreibungen, die dann zusätzlich zur regulären AFA in Anspruch genommen werden können, etwa nach 7b für die Errichtung von zur Vermietung gedachten Gebäuden oder 7c, der noch nicht abgedruckt ist, weil da noch das Notifizierungsverfahren bei der EU-Kommission läuft für Elektronutzfahrzeuge. Da kann man also zusätzliche Sonderabschreibungen zusätzlich zu den regulären AFA durchführen. Ja, 7c, also noch bei der EU-Kommission, das hatte ich ebenfalls schon mal im Bilanzrecht erwähnt, das ist eine Vorschrift, die man als Beihilfe möglicherweise einordnen kann. Und dementsprechend muss das von der EU-Kommission bewilligt werden, genehmigt werden sozusagen. Und erst danach kann man die Regelung dann im inländischen Recht anwenden. Bislang ist das Verfahren aber noch nicht abgeschlossen. Dementsprechend steht der 7c immer noch nicht im Gesetz. Ja, bei der bilanziellen Gewinnermittlung ist Ausgangsgröße dieser Unterschiedsbetrag. Das heißt also, das Betriebsvermögen am Ende des Wirtschaftsjahres verglichen mit dem Betriebsvermögen am Ende des vorausgegangenen Wirtschaftsjahres. Aber § 4 Absatz 1 Satz 1 sagt, es müssen Entnahmen und Einlagen berücksichtigt werden. Und hier geht es eben um Vermögensbewegungen zwischen der nichtbetrieblichen und der betrieblichen Sphäre. Das sind Vermögensminderungen, Vermögensmehrungen, die sich auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen nicht auswirken und die dementsprechend für den steuerlichen Gewinn nicht berücksichtigt werden dürfen. Bei Entnahmen, da geht es eben um Vermögensbewegungen aus dem Betriebsvermögen in den nichtbetrieblichen, insbesondere in den privaten Bereich. Und solche Entnahmen müssen hinzugerechnet werden. Warum? Weil ja durch die Vermögensmehrung eine erhöhte Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen schon gegeben ist. Und die verändert sich nicht dadurch, dass man Teile dieser Vermögensmehrung dann in den privaten Bereich überführt. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bleibt gleich. Das darf sich also nicht auf die Höhe des Gewinns, nicht auf die Höhe des Einkommens auswirken. Deswegen ordnet § 4 Absatz 1 Satz 1 an, dass dieser Unterschiedsbetrag zu vermehren ist um den Wert der Entnahmen. Das heißt, die sind hinzuzurechnen. Und bei den Einlagen ist es der gegenläufige Vorgang. Das heißt, aus dem privaten Bereich überführt man Wirtschaftsgüter in den betrieblichen. Etwa man überweist von seinem Privatkonto zur Überbrückung eines finanziellen Engpasses etwas auf das Geschäftskonto. Da hätten wir zunächst einmal handelsbilanzrechtlich eine Mehrung der Aktiva und damit des Betriebsvermögens. Aber das beruht eben nicht auf einer Betätigung auf einem externen Markt, sondern das ist eine Vermögensbewegung aus dem privaten in den betrieblichen Bereich, erhöht nicht die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, muss dementsprechend in Abzug gebracht werden, vermindert um den Wert der Einlagen, sagt deswegen § 4 Absatz 1 Satz 1. Darüber hinaus auch bei der Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich ist § 3 zu beachten und § 3a darüber hinaus auch, der gerade für den betrieblichen Bereich von Bedeutung sein kann. Das heißt also, diese steuerfreien Einnahmen sind auch für Zwecke der Gewinnermittlung bei den Gewinneinkünften zu berücksichtigen. Wenn also ein Steuerbefreiungstatbestand nach § 3 erfüllt ist, dann muss auch bei den Gewinneinkünften dieser Betrag für die Gewinnermittlung in Abzug gebracht werden. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang der 3a ESTG. Das sind die Sanierungserträge, die nicht der Besteuerung unterliegen. § 3a, Betriebsvermögensmehrungen oder Betriebseinnahmen aus einem Schuldenerlass zum Zwecke einer unternehmensbezogenen Sanierung im Sinne des Absatzes 2, Sanierungsertrag, sind steuerfrei. Ja, der Hintergrund ist, wenn ein Unternehmen saniert werden soll, dann geht damit sehr häufig ein vollständiger oder teilweise Erlass von Forderungen einher. Das heißt also, für das Unternehmen bedeutet das, dass die Verbindlichkeiten dann wegfallen auf der Passivseite. Und das wäre eigentlich ein Ertrag. Ja, je weniger Sie auf der Passivseite haben,
desto höher ist ja das Betriebsvermögen und damit auch der Gewinn, ja, beim Betriebsvermögensvergleich. Das heißt also, das wäre an sich ein Ertrag, der der Besteuerung unterliegen würde. Das heißt also, die Sanierung würde, wenn es dabei bleiben würde, erkauft dadurch, dass man eine höhere Steuerlast hat. Und damit wird der Sanierungserfolg möglicherweise wieder zunichte gemacht, wenn Sie diesen Sanierungsertrag, der entstanden ist durch den Wegfall von Forderungen oder teilweise Wegfall von Forderungen, die von Gläubigern erlassen worden sind. Wenn Sie diesen Sanierungsertrag gleich wieder dann der Einkommensteuer unterwerfen müssten, dann würde der Sanierungserfolg letztlich durch eine höhere Besteuerung gleich wieder zunichte gemacht. Genau das soll eben durch den 3a verhindert werden. Ja? Was ist eine unternehmensbezogene Sanierung? 3a Absatz 2, die liegt vor, wenn der Steuerpflichtige für den Zeitpunkt des Schuldenerlasses die Sanierungsbedürftigkeit und die Sanierungsfähigkeit des Unternehmens, die Sanierungseignung des betrieblich begründeten Schuldenerlasses und die Sanierungsabsicht der Gläubiger nachweist. Das muss alles der Steuerpflichtige nachweisen. Wenn ihm das aber gelingt, dann werden diese Sanierungserträge steuerfrei gestellt. Diese Regelung hat man eingeführt ab dem VZ 2017. Zuvor hat man mit einem Sanierungserlass, das heißt mit einem Schreiben des BMF herumhantiert, dass man letztlich auf die Vorschriften der 163.227 Abgabenordnung über Billigkeitsmaßnahmen gestützt hat. Ja? Man hat dann also einen pauschalen Erlass durch ein BMF-Schreiben gemacht und hat gesagt, das ist sozusagen eine pauschale Anwendung dieser gesetzlichen Billigkeitsvorschriften der 163.227 Abgabenordnung. Danach kann man ja aus Billigkeitsgründen in engen Grenzen von der eigentlich vorzunehmenden Besteuerung abweichen zugunsten des Steuerpflichtigen. Und darauf hat man also diesen Sanierungserlass gestützt. Die wesentlichen Einzelheiten waren aber eben gerade nicht im Gesetz, nicht in diesen Generalklauseln geregelt, sondern eben im Sanierungserlass selbst und damit einer nicht nur untergesetzlichen Vorschrift, sondern einer Vorschrift ohne Gesetzescharakter. Ja, das ist ja ein rein internes Schreiben, eine rein interne Verwaltungsanweisung, die nur durch die Verwaltungspraxis quasi Außenwirkung erlangt hat. Und da hat der BFH dann entschieden, 2016, der Große Senat, das reicht als gesetzliche Grundlage nicht aus. Wir bewegen uns ja hier in der Eingriffsverwaltung. Das mag für den Steuerpflichtigen günstig sein, aber überall dort, wo wir die Gefahr dann unter Umständen auch einer Ungleichbehandlung verschiedener Steuerpflichtiger in vergleichbarer Lage haben, muss man eine gesetzliche Grundlage schaffen, in der man die wesentlichen Aspekte regelt. Das war hier in dieser Konstellation bis VZ 2016 nicht gewährleistet. Da hatte man nur die Generalklausel der 163.227 plus eben dieses BMF-Schreiben. Das reichte aber nach Auffassung des BFH zu Recht nicht aus. Und der Gesetzgeber hat dann eben die Sanierungsklausel des 3a ESCG geschaffen. Ja, warum könnte diese Sanierungsregelung des 3a problematisch gewesen sein? Das ist aber inzwischen, diese Problematik ist behoben. Aber warum könnte man auf den Gedanken kommen, das ist problematisch? Man begünstigt ja, sanierungsfähige, sanierungswillige Unternehmen im Vergleich zu Unternehmen, die keine Sanierung brauchen, denen es also wirtschaftlich gut geht. Weshalb könnte das problematisch sein? Ja, nach innerstaatlichem Recht möglicherweise auch Artikel 3.1 Grundgesetz, aber man hat eben da als sachlichen Grund ja dieses gesamtwirtschaftliche Interesse, dass man Unternehmen, die sanierungsfähig sind, auch erhält, im Interesse der Arbeitsplätze, im Interesse auch des letztendlich Steueraufkommens. Ja, aber auf welcher Ebene könnte das problematisch sein? Man behandelt zu sanierende Unternehmen günstiger als Unternehmen, die nicht in einer solchen Situation sind. Ja, wenn ein Unternehmen, dem es wirtschaftlich gut geht, Forderungen erlassen bekommt, kann ja mal passieren, dann müsste es diesen Sanierungs- oder diesen Ertrag aus dem Wegfall der Forderung müsste es versteuern. Ja? Wenn es dagegen ein in Sanierung befindliches Unternehmen im Sinne des 3a Absatz 2 ist, muss das nicht versteuert werden. Weshalb könnte das problematisch sein? Ja, wenn Sie an den 7c ESTG denken, da hatte ich ja etwas dazu gesagt, 7c ESTG, der noch gar nicht im Gesetz steht. Weshalb war der oder ist der problematisch und warum war es auch der 3a? Ja, das könnte eine Beihilfe sein, ja, eine unionsrechtliche Beihilfe, Artikel 107, 108 AEUV. Und auch das wurde auch der Kommission vorgelegt. Die hat das aber
naja, so im Wesentlichen zumindest gebilligt, sodass diese Regelung jetzt angewendet wird. Aber die Kommission hat hier und da mal die Auffassung vertreten, solche Sanierungsklauseln, wie eben diese Regelung über den Sanierungsertrag oder wir haben in Paragraph 8c Absatz 1a auch so eine Sanierungsklausel. Da schimmerte also hier und da mal die Auffassung der Kommission durch, das sei eine verbotene Beihilfe. Ich sehe das nicht so, aber für 3a ist das jetzt entschärft. Aber ich meine, dass es kein selektiver Vorteil ist, denn in die Situation, sanierungsbedürftig zu werden, in eine wirtschaftliche Krise, kann letztlich jedes Unternehmen kommen. Und jedem Unternehmen, das in diese Situation kommt und die Voraussetzungen des 3 Absatz 2 erfüllt, kann eben von diesem Steuervorteil Gebrauch machen. Das ist aus meiner Sicht kein selektiver Vorteil, sondern ein allgemeiner Vorteil, der im Grundsatz jedem Unternehmen zugutekommen kann. Deswegen ist das aus meiner Sicht von vornherein keine verbotene Beihilfe. Ja, als Beispiel für eine bilanzielle Gewinnermittlung. Wir haben den Einzelkaufmann A. Die Bilanz zum 31.12.2021 weist auf der Aktivseite eine Summe von 300.000 auf, Summe der Aktiva 300.000. Und um das Betriebsvermögen, das Reinvermögen zu ermitteln, muss nun davon die Summe der Schulden abgezogen werden. Wir haben hier Verbindlichkeiten auf der Passivseite im Umfang von 250.000. Und daraus ergibt sich dann ein Betriebsvermögen, ein Reinvermögen von 50.000. Wir müssen jetzt den Gewinn für den Veranlagungszeitraum 2022 ermitteln. Und wenn wir uns die Bilanz zum Ende des Jahres 2022 anschauen, haben wir auf der Aktivseite eine Summe von 690.000 und von der Summe der Aktiva abzuziehen die Summe der Schulden. Wir haben auf der Passivseite Schulden im Umfang von 580 plus 50.000, also 630.000, sodass wir auf ein Eigenkapital, ein Betriebsvermögen von 60.000 kommen. 50.000 also Betriebsvermögen 2021, 60.000 2022 und der Betriebsvermögensvergleich ergibt dementsprechend 60.000 minus 50.000, 10.000. Das wäre also der Gewinn. Ja, anhand dieses einfachen Beispiels. Wir gehen mal davon aus, es gibt keine Einlagen, keine Entnahmen, die hier noch zu berücksichtigen wären. Das heißt also, es bleibt bei diesem Unterschiedsbetrag 10.000 Euro. Das wäre der steuerliche Gewinn. Das also als einfaches Beispiel für die Gewinnermittlung mittels Betriebsvermögensvergleichs. Die Steuerpflichtigen mit unternehmerischen Einkünften müssen, wie alle anderen Steuerpflichtigen, eine Einkommensteuererklärung abgeben. Das heißt, hier findet in aller Regel eine Veranlagung statt. Wir haben ja die Arbeitnehmer, die in bestimmten Fällen keine Einkommensteuererklärung abgeben müssen, bei denen dann also keine Veranlagung stattfindet. Wir haben die Einkünfte aus Kapitalvermögen, wo wir die Abgeltungssteuer haben, wo dann auch keine Veranlagung stattfindet. Dagegen bei den Gewinneinkünften in der Regel eine Veranlagung, das ist der Regelfall und dementsprechend muss hier eine Einkommensteuererklärung abgegeben werden und das muss im Wege der Datenfernübertragung grundsätzlich geschehen. Also für diejenigen, die zumindest auch Gewinneinkünfte haben, sieht das Gesetz zwingend vor, dass eine elektronische Einkommensteuererklärung per Datenfernübertragung abgegeben werden muss, Paragraph 25 Absatz 2, Absatz 4. DSDG, die Erklärung nach Absatz 3, ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu ermitteln, wenn Einkünfte nach Paragraph 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 3, also zumindest auch Gewinneinkünfte, erzielt werden. Dann muss also im Grundsatz zwingend eine Einkommensteuererklärung mittels Datenfernübertragung erfolgen. Davon kann nur in Härtefällen abgewichen werden, Paragraph 25 Absatz 4 Satz 2 in Verbindung mit dem 150 Absatz 8. Auf Antrag kann die Finanzbehörde zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine Übermittlung durch Datenfernübertragung verzichten. Und in diesem Zusammenhang ist noch der 150 Absatz 8 Abgabenordnung. So sehen wir ganz allgemein die Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung. Regel 150 Absatz 8 ESTG
Abgabenordnung sagt, ordnen die Steuergesetze an, dass die Finanzbehörde auf Antrag zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine Übermittlung der Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung verzichten kann, ist einem solchen Antrag zu entsprechen, wenn eine Erklärungsabgabe nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung für den Steuerpflichtigen wirtschaftlich oder persönlich unzumutbar ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Schaffung der technischen Möglichkeiten für eine Datenfernübertragung und so weiter nur mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand möglich wäre. Das kann bei Unternehmen nur in wenigen Ausnahmefällen angenommen werden. Einen Ausnahmefall hatte der BfH zu entscheiden. Da ging es um einen Physiotherapeuten, der quasi in seiner Wohnung die Praxis eingerichtet hatte, ganz geringe Umsätze. Er verfügte nicht über einen Computer und auch nicht über einen Internetanschluss. Und da hat der BfH gesagt, in einer solchen Konstellation kann man ihm nicht ansinnen, eigens für Zwecke der Erfüllung dieser Erklärungspflicht einen Computer anzuschaffen, sich einen Internetzugang zuzulegen. Das ist sicherlich ein extremer Ausnahmefall. Da hat aber der BfH ausnahmsweise mal die Abgabe in Papierform zugelassen. Im Übrigen aber müssen diejenigen Steuerpflichtigen, die zumindest auch Gewinneinkünfte erzielen, die Einkommensteuererklärung per Datenfernübertragung über dieses Elster-Portal, das die Finanzverwaltung eingerichtet hat, abgeben. Ja, dort, wo keine Buchführungspflicht besteht, haben wir dieses Wahlrecht nach § 4 Absatz 3. Das heißt also die Möglichkeit, anstelle der bilanziellen Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich eine Einnahmenüberschussrechnung durchzuführen, also schlicht die Betriebseinnahmen mit den Betriebsausgaben gegenüberzustellen. Dieses Wahlrecht haben nicht nur Freiberufler und Land- und Forstwirte, sondern auch Gewerbetreibende können dieses Wahlrecht haben, insbesondere Kleinstkaufleute im Sinne des 241a HGB, die ja eben gerade nicht buchführungspflichtig sind. Und ich hatte bereits erwähnt, der BfH hat neuerdings die Auffassung vertreten, dass dieses Wahlrecht auch durch eine nach ausländischen Regeln bestehende Buchführungspflicht gesperrt wird. Im konkreten Fall ging es um eine luxemburgische Fondsgesellschaft, also vermögensverwaltende Personengesellschaft, die nach luxemburgischem Recht buchführungspflichtig war. Die wollte für die inländische Besteuerung ganz gerne nach EUR vorgehen. Das hat aber der BfH gesagt, geht nicht, weil eben auch diese ausländische Buchführungspflicht eine solche im Sinne des 4 Absatz 3 ist und dementsprechend das Wahlrecht sperrt. Ja, das halte ich für zweifelhaft, wie schon gesagt, aufgrund des Demokratieprinzips. Das verlangt, dass eine solche, in diesem Fall sogar für den Steuerpflichtigen nachteilige Entscheidung vom deutschen Gesetzgeber, das heißt vom Bundestag, getroffen wird und nicht von einem ausländischen Gesetzgeber. Wenn der Steuerpflichtige von diesem Wahlrecht Gebrauch macht, nach 4 Absatz 3, also eine Einnahmenüberschussrechnung durchzuführen, dann ist der Gewinn schlicht der Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben. Das bedeutet, dass Wertänderungen im Vermögen des Steuerpflichtigen im Grundsatz nicht zu berücksichtigen sind. Also ein auf den ersten Blick gewichtiger Unterschied zu der bilanziellen Gewinnermittlung mittels Betriebsvermögensvergleich. Aber ich hatte das schon anhand des Beispiels dargestellt, dass in der Regel wir dadurch nur ein zeitliches Auseinanderfallen haben der steuerlichen Erfassung. Das folgt eben daraus, dass im Rahmen der Einnahmenüberschussrechnung das Zufluss-Abfluss-Prinzip gilt. Das heißt also, bei Forderungen ist nicht die wirtschaftliche Entstehung maßgeblich. Dann muss ja der Gewerbetreibende, der Kaufmann auf der Aktivseite aktivieren, sondern entscheidend ist der tatsächliche Zufluss. Und in diesem Beispiel, das ich gebildet hatte, auf der einen Seite mit dem Kaufmann, der eine Forderung hat, auf der anderen Seite der Rechtsanwalt, der eine Honorarforderung hat, beim Rechtsanwalt kommt es eben auf den Zufluss an. Und wenn der eben erst im Veranlagungszeitraum nach der Entstehung stattfindet, dann wird diese Forderung erst im Jahr des Zuflusses eben berücksichtigt. Aber sie wird berücksichtigt. Ja? Also Grundsatz der Gesamtgewinngleichheit. In beiden Fällen wird dieser Ertrag berücksichtigt, nur zeitlich versetzt. Das ist also im Wesentlichen der Unterschied. Entsprechendes gilt bei Verbindlichkeiten, nehmen wir an, der Gewerbetreibende, der hat für sein Unternehmen eine Maschine bestellt und auch schon geliefert bekommen für 10.000 Euro, dann muss er diese Verbindlichkeit, auch wenn er sie im
Veranlagungszeitraum 2022 noch nicht bezahlt hat, jetzt schon in seiner Bilanz passivieren, ja, jetzt schon berücksichtigen. Wohingegen, wenn der Kaufmann für sein, der Rechtsanwalt für sein Büro Möbel bestellt hat, die ihm geliefert worden sind, 10.000 Euro, er aber im VZ 2022 noch nicht gezahlt hat, dann ist noch kein Abfluss erfolgt. Das heißt also, diese Verbindlichkeit wird bei ihm für den VZ 2022 noch nicht berücksichtigt, sondern erst, wenn er im Jahr 2023 tatsächlich diese Rechnung bezahlt, dann haben wir erst den Abfluss, dann wird berücksichtigt. Also ein zeitliches Auseinanderfallen, aber Grundsatz der Gesamtgewinngleichheit insgesamt auf die gesamte Zeit betrachtet, wird letztlich und muss auch nach Artikel 3.1 Grundgesetz der Gewinn jeweils gleich hoch besteuert, egal welche Gewinnermittlungsmethode man wählt. Auch im Rahmen der Einnahmenüberschussrechnung, Kraft dieses Verweises in § 4 Absatz 3 Satz 3, sind AFA vorzunehmen, gelten diese besonderen Regeln über geringwertige Wirtschaftsgüter. Das heißt, da haben wir keine Abweichung, auch für denjenigen Steuerpflichtigen, der sich für die Einnahmenüberschussrechnung entscheidet, gilt, dass er bei Aufwendungen für Wirtschaftsgüter, deren Nutzungszeit länger als ein Jahr beträgt, dass er da eben nicht einen Sofortabzug der Aufwendungen vornehmen kann, sondern er muss AFA vornehmen. Das heißt, er muss das auf die voraussichtliche Nutzungsdauer verteilen. Das heißt, er kann dann die Betriebsausgaben immer nur anteilig für die einzelnen Veranlagungszeiträume geltend machen. Das gilt also auch, wenn man von der Einnahmenüberschussrechnung Gebrauch macht. Außer wenn wir ein geringwertiges Wirtschaftsgut haben, dann kann ein Sofortabzug vorgenommen werden, im Übrigen aber eben nur AFA. Ja, bei den Betriebseinnahmen im Rahmen der Einnahmenüberschussrechnung, da werden nicht nur Zugänge in Geld, sondern auch in Geldeswert erfasst. Die müssen dann eben umgerechnet werden. Voraussetzung, Veranlassung durch den Betrieb, das ist die entscheidende Voraussetzung. Und das bedeutet, dass bei objektiver Betrachtung ein tatsächlicher oder wirtschaftlicher Zusammenhang mit dem Betrieb bestehen muss. Das muss man dann im Einzelfall feststellen. Auch hier gilt, dass etwaige Zuflüsse, die privat veranlasst sind, die also keinen betrieblichen Bezug haben, natürlich nicht in die Einnahmenüberschussrechnung einfließen, sondern nur das, was betrieblich veranlasst ist. Wir haben schon kennengelernt, diese Ausnahme für durchlaufende Posten, § 4 Absatz 3 Satz 2 ESTG, das hatten wir schon mal im zurückliegenden Semester besprochen, § 4 Absatz 3 Satz 2. Hierbei, bei dieser Einnahmenüberschussrechnung, scheiden Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben aus, die im Namen und Verrechnung eines anderen vereinnahmt und verausgabt worden sind, etwa beim Rechtsanwalt. Er hat vom Gericht eine Erstattung der Gerichtskosten bekommen für seinen Mandanten, etwa weil ein Vergleich geschlossen worden ist. Dadurch sinken dann die Gerichtsgebühren auf 1,0 statt 3,0. Und diesen Betrag muss er aber an seinen Mandanten weiterleiten. Das ist ja das Geld seines Mandanten. Und das wäre ein solcher durchlaufender Posten. Ja, wir hätten da einen Zufluss beim Rechtsanwalt, aber er muss das Geld aufgrund eben der zivilrechtlichen Verpflichtung gegenüber seinem Mandanten weiterleiten. Das heißt, das würde er nicht in die Einnahmenüberschussrechnung aufnehmen. Das wäre ein sogenannter durchlaufender Posten. Betriebsausgaben, demgegenüber aller Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst sind, da haben wir sogar eine Legaldefinition in § 4 Absatz 4. Das sind die Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst sind. Das heißt also, wir brauchen da ja, im Idealfall ein sowohl kausales Element, ein objektiver Zusammenhang mit dem Betrieb und subjektiv die Absicht, den Betrieb mit diesen Aufwendungen zu fördern. Das finale Element sagt aber, der BFH ist verzichtbar, muss also nicht zwingend vorliegen. Es kommt nicht auf die Notwendigkeit oder Angemessenheit dem Grunde oder der Höhe nach an und auch hier gilt diese Ausnahme für durchlaufende Posten. Wenn der Rechtsanwalt für seinen Mandanten Gerichtskosten schon eingezahlt hat, dann kann er die Erstattung von seinem Mandanten verlangen. Das heißt also, das wäre ebenfalls ein durchlaufender Posten, die würde er nicht in die Einnahmenüberschussrechnung aufnehmen. An der Stelle machen wir dann in der nächsten Woche weiter. Ja, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ihnen alles Gute.